1/6 die Frontex ist die Grenzschutzagentur der Schengen-Staaten. Ihr Ausbau soll auch von der Schweiz mitfinanziert werden. Die Stockfoto dagegen wehrt sich ein Teil der SVP. Darunter auch Nationalrat Andreas Glarner. Die Investitionen in die Schengen-Mitgliedschaft sind ein Fass ohne Boden, sagt er. 20-Min Simon Glauser Nationalrätin Barbara Steinemann hingegen ist dafür. Dass die Schweiz den Schengen-Verbund verlässt, ist illusorisch. Wir müssen mithelfen, den Grenzschutz zu verbessern. Tamedia. Darum geht's am 15. Mai kommt die Frontex-Vorlage an die Urne. Es geht darum, dass die Schweiz sich am Ausbau der Schengen-Grenzschutzagentur beteiligen soll. Die SVP ist normalerweise gegen eine stärkere Beteiligung im Schengen-Verbund. Doch da SP und Grüne nun mit Blick auf die Menschenrechte die Vorlage bekämpfen, ist die SVP in der Zwickmühle. An der Delegiertenversammlung vom Samstag in Chur fasst die Volkspartei ihre Parole. Gräben gibt es auch bei den linken Parteien. So zeigt die Umfrage von 20 Minuten unter Media, dass die Basis von SP und Grüne die Frontex-Vorlage befürwortet, entgegen der Parteispitze. Soll sich die Schweiz am Ausbau der Frontex, der Grenzschutzagentur des Schengen-Verbundes, beteiligen? Am 15. Mai wird darüber abgestimmt, nachdem eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten im Bereich Menschenrechte gegen den Beschluss von Bundesrat und Parlament das Referendum ergriffen hat. SP und Grüne unterstützen es. Sie befürworten zwar die Mitgliedschaft im Schengen-Verbund, wollen aber die Grenzschutzagentur nicht mitfinanzieren, die laut Gegnern der Vorlage auf teilweise nicht humane Art Flüchtlinge abwehrt. Das bringt die SVP in eine verzwickte Lage. Denn bei ihr ist es umgekehrt. Sie hat nichts gegen die Abwehr von Flüchtlingen, will aber kein Geld in die Schengen-Mitgliedschaft investieren. Sagt sie Nein zur Frontex-Vorlage, verhilft sie der linken Gegnerschaft zum Erfolg. Sagt sie Ja, unterstützt sie die Erhöhung des finanziellen Beitrags der Schweiz an ein System, das ihr nicht passt. Prominente Befürworter. Am Samstag entscheiden die Delegierten der SVP in Chur, wie die offizielle Parole der Partei lautet. Nationalrätin Barbara Steinemann ist für ein Ja. Wer Nein sagt, möchte, dass die Schweiz aus Schengen austritt. Doch das ist illusorisch, sagt sie. Der Bundesrat werde die Mitgliedschaft bei einem Nein nicht einfach kündigen, sondern eine neue Vorlage ins Parlament bringen und den Linken entgegenkommen. Der Kompromiss wird darin bestehen, dass die Schweiz mehrere tausend Resettlement-Flüchtlinge pro Jahr aufnimmt. Das ist nicht in unserem Sinn. Die SVP sei für einen starken Grenzschutz, deshalb müsse die Schweiz sich am Ausbau beteiligen. Frontex funktioniere heute schlecht, die Schweiz könnte einen Beitrag zur Verbesserung leisten. Jeder, der in den Schengen-Raum will, soll ein korrektes Verfahren bekommen. Steinemann hofft auf ein Ja und ist zuversichtlich mit Blick auf prominente Befürworter wie Finanzminister Ueli Maurer, Altbundesrat Christoph Blocher und Fraktionschef Thomas Eschi. Auch habe sie noch keine Kantonalsektion gefunden, welche die Frontex-Vorlage ablehnt. Bern habe gar mit 94% Ja gestimmt, bei Anwesenheit aller Delegierten. Ein Fass ohne Boden. Nationalrat Andreas Glarner hofft hingegen, dass die Delegierten die Nein-Parole beschließen. Wenn wir diese Vorlage befürworten, muss die Schweiz künftig jedes Jahr 61 Millionen Franken an den Schutz der Schengen-Außengrenzen bezahlen. Dieses Geld sollten wir besser in den Schutz der eigenen Grenzen investieren, sagt der Aargauer Nationalrat. Ohnehin sei das Grenzschutzsystem offensichtlich ein Fass ohne Boden. Noch bei der ersten Abstimmung zum Schengen-Beitritt 2005 hat der Bundesrat die Kosten für die Schweiz mit 2,5 Millionen Franken beziffert. Heute sind wir bei 24 Millionen und künftig sollen es 61 Millionen sein. Das hört ja nie auf. Und die Schweiz muss zu allem Ja sagen, damit sie nicht ausgeschlossen wird. Das lehne ich ab. Dass er gemeinsame Sache mit der SP und den Grünen mache, nehme er in Kauf, sagt Andreas Glarner. Mir wäre es lieber, wir hätten die gleichen Motive. Doch wenn es die Situation erfordere, arbeite er eben mit den Linken zusammen. Elite-Basisgraben bei SP und Grüne. Nicht nur die SVP ist gespalten. Auch bei den linken Parteien gibt es einen Graben, wie die Umfrage von 20 Minuten unter Media zeigt. SP und Grüne unterstützen das Referendum gegen die Frontex-Vorlage, doch ihre Basis ist mit 59% bzw. 52% dafür. Am größten ist die Zustimmung bei den Grünliberalen, deren Basis mit 80% ja sagt, sowie bei der Mitte mit 75%.
Auch die SVP-Basis unterstützt die Vorlage laut der Umfrage mit 53%. Auch dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Delegierten am Samstag in Chur ein Ja beschließen.